Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RimWorld, meine lieben Freunde. Ich bin's euer Brilli und heute sind wir wieder hier in unserer Kolonie zugange. Die liebe Konsti ist dabei. Hallo. Hi. Doc ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo, Doc. Hallo. Oppi ist natürlich auch mit von der Spartie. Scuttle ist... Ja, ich will jetzt hier mal gerade abbrechen, weil ihr werdet merken, dass wir den 10. April schon hatten. Ja, Teile davon hatten wir schon, weil Scuttle in der letzten Folge auch schon wieder auf den Beinen war. Das Spiel ist abgekackt. Das Spiel ist mal wieder abgekackt, deswegen musste ich den letzten Save-Game, letzten Spielstand laden. Das ist zum Glück nicht so lange her. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen vom 10. hier noch wieder mitkriegen. Aber ihr seht schon, der neigt sich dem Ende. Und ich glaube, in der Nacht war dann auch die letzte Folge zu Ende. Von daher easy. Mit denen haben wir auch schon gehandelt. Alles easy. Das bedeutet, wir haben nicht viel Doppelung quasi. Tut mir leid. Auf jeden Fall. Dan ist natürlich auch dabei. Hallo, Dan. Hallo. Scuttle ist dabei. Hallo, Scuttle. Und Kuro ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo. Und es geht wieder weiter hier, wird fleißig wieder gewerkelt. Konsti ist dran. Das hier muss noch abgebaut werden, hier muss noch geglättet werden. Und dann haben wir hier eine neue Produktionsstätte. Dan, bist immer noch hier an dieser Jacke dran. Das ist die letzte, okay. Dann mach die noch ready. Aha, Aufgabe beendet. So, jetzt kann er endlich Medizin herstellen. Wie sind die? Die sind so normal, gut, exzellente Jacke. Könnte man sogar jetzt noch verkaufen an die da unten. Aber wir behalten die einfach mal. Man weiß ja nicht, wann man mal eine Jacke braucht. Gut, das heißt, Stoff wird jetzt erstmal auch in der Hinsicht nicht mehr verwendet. Was auch positiv ist. Ansonsten sieht es momentan ganz gut aus. Ambrosia, stimmt, was ist eigentlich damit jetzt passiert? Fuck, fuck, fuck. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Scheiße. Was ist mit dem Ambrosia passiert? Das liegt hier. Ungekühlt. Wieso ist denn Ambrosia hier drin? Das gehört hier rein. Warte mal. Erlaubt frisches Nahrung, rohes Essen. Hä? Hey, Moment mal. Wo ist denn bitte Ambrosia? Ist das bei Drogen oder so? Wo ist denn hier hergestellt? Das ist aber doch nicht hergestellt. Medizin, Drogen. Da ist er wirklich Ambrosia. Eine seltene, weiche Frucht. Ambrosia hat einen wunderbaren Geruch und Geschmack und verursacht ein leichtes High-Gefühl, das die Laune verbessert. Allerdings gibt es eine geringe Chance einer leichten Abhängigkeit. Okay. Egal, machen wir hier rein. Das ist ja blödsinnig, das hier zu lagern. Wie ist denn hier die Lagerdings? Normal, okay. Die hier ist wichtig, ne? Ja. Gut, dann wird das jetzt rübergetragen. ASAP, weil verderben soll es nur auch nicht. Dann gehen wir mal das Risiko an. Die ziehen weiter Feuer. Wo ist denn hier? Mein Heu. Doch, kann gar nicht löschen. Ja, ja. Fuck! Bald euch! Grenzt es ein! Kuro und Scott, bitte auch! Nein, der geht kaputt. So was hasse ich ja. Scheiß Solaranlage, ey. Nervt mich doch jetzt schon wieder. Oh Gott, wie knapp auch. Dankeschön. Egal, die baue ich jetzt nicht wieder neu. Wir haben ja zwei Geothermalgeneratoren. Das sollte ja erstmal reichen. Die sind verbunden, ja. Ach Gott. So. Strom verbraten hat das Ganze.
Aber alles im Rahmen, ist jetzt nicht großartig was ausgefallen. Solarpanel halt am Arsch. Guck mal, die fressen direkt hier ihr Ambrosia-Zeug. Ne, ich wird weggebracht. Okay. Wer ist das jetzt? Wer zuerst kommt, mal zuerst oder was? Das ist ja auch die Frage. Was denn hier jetzt? Warum kriegen die keinen Strom? Ach so, weil das Kabel ist weg. Naja. Sonst bau das mal da schnell. Hä, jetzt musst du doch. Ach nee. Ach Gott. Ja komm, ey, dann bau jetzt halt eine blöde Solaranlage neu. Ist auch egal. Hier Wildschwein. Das lang geht doch durch die Fallen, oder? Das geht doch durch die Fallen durch. Hallo? Geh da durch! Zack! Easy! Ich sag's euch, dieser Wall ist undurchdringlich. Ja, hier wächst jetzt gerade mal nix. Scheiße, das müssen wir auch machen. Die Tiere verhungern. Scheiße, das... Ach Gott, wisst ihr was? Ich mach jetzt... das Außenlege mache ich jetzt halt in die Kammer noch rein. Ein Gebiet erweitern. Wo war denn das jetzt? So, komm, fresst euch durch, ist mir jetzt auch frisch. Was fressen die denn? Naja, klar, die normalen Mahlzeiten. Aber ehe mir jetzt abfragt, machen wir das so. Reinhold! Ursache unfähiger Koch. Naja, nee, ist klar. Mein armer Koch in Ruhe. Ja, wie gesagt, das Heu hier geht gleich los. Mal Heu angepflanzt, also ich hoffe, dass wir da dann mal auf den grünen Zweig kommen. So, hier ist auch wieder alles repariert soweit. Ambrosia hat noch niemand angerührt. Vielleicht trauen sie sich nicht. So, was wir auch mal machen können, ja, wobei Dan macht jetzt noch gerade hier endlich mal die Scheiße ready. Wie viel haben wir noch? Immer noch 31 Kräutermedizin. Jetzt hör doch mal auf. Hört ja überhaupt nicht mehr auf hier. Wir müssen halt echt mal auch mal da reinigen. Das sieht hier schon wieder aus wie Harry. Hier, der Reinhold, der kotzt. Warte mal gucken. Naja, das war es jetzt aber auch, ganz ehrlich. Das war es jetzt aber auch. Rettungskapsel. Mel. Konstruktion. Handwerk. Sozial, Vielfraß, flatterhaft. Was ist denn flatterhaft? Mal, mehr ist ständig nervös. Sie kann beim geringen Stress zusammenbrechen. Verweigert Tiere kochen, sauber machen, Pflanzen anbauen. Ach komm, ey, ganz ehrlich. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wäre zwar eine gute Handwerkerin, aber ey, das sind mir zu viel jetzt. Das sind mir zu viele Leute. Dafür ist sie zu schlecht. Dafür hätte sie noch was anderes machen können. Ich brauche halt jemanden, der Oppi ersetzt. Klar könnte man jetzt sagen, dann ersetzt Dan Oppi und sie ersetzt Dan. Aber nee. Ich finde halt gut viel Fraß. Dreht sich alles ums Essen. Wird sehr schnell hungrig. Gelegenheit, starkes Hungergefühl, Essen voll stopfen. Das heißt, wir kochen plus 4.
Moskitokrankheit. Ach, ich weiß nicht. Nee. Ich habe mich entschieden. Ich bleib da liegen. Bleib da liegen. Tut mir leid. Kann jetzt auch nicht ändern. So. Was ich auch nicht ändern kann, Hani, es tut mir auch leid, aber ich glaube, ich muss dich schlachten. Du hast keinen Sinn. Du frisst hier nur und ich kann dich gerne dann wieder umbenennen, wenn ein anderes Tier da ist. Aber momentan, es macht auch nicht so viel Sinn, euch zu benennen nach den Tieren, weil die werden alle nacheinander geschlachtet. Ich glaube, ich kann auch Reinhold oder Gerd. Also wenn, dann Reinhold, logischerweise, weil der viel dass er jünger ist, älter ist. Aber das geht so nicht. Die fressen mir die Haare vom Kopf und den Steinbock kann ich halt echt nicht gebrauchen, so. Der wird halt jetzt einfach mal von Scuttle dann erledigt. Sorry, Honey! Sorry, Honey! Grüße an Hannibal! Es muss sein. Es muss einfach auch mal sein. Wieso ist hier nur noch 96% Wachstumsrate? Was ist das jetzt? Es ist so heiß drin, okay. Hier ist es zu heiß. Dann halten wir die Tür hier mal gerade offen. So, müsste es eigentlich auch wieder ein bisschen hochgehen. Wachstumsgrade. Immer noch sehr heiß hier drin. Leute, ich habe die Tür aufgemacht. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich glaube, Hani hat es hinter sich. Hani hat es hinter sich. Es tut mir sehr leid. Vergib mir. Aber das muss jetzt sein. Ein Tier weniger. So, und der nächste wird Heino sein. Aber erst, wenn er ausgewachsen ist. Wir brauchen echt nochmal Gertrude. Bist du eigentlich wieder trächtig? Ja. Hoffentlich wird es eine Sie, weil wir brauchen eine Sie. Das wäre ganz wichtig. Ah, weil Da Vinci ist jetzt bei 6 von 7 aber langsam angekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Sag mal, was ist hier eigentlich mit dem los, ne? Dass die hier nicht reintraben in meine Fallen, ist aber auch ein Wunder. Solde ist trächtig. Ja, das ist doch nice. Der nächste Muffalo. Das müsste dann Männchen werden. Dann können wir die beiden... Naja, ihr wisst schon. Können die sich eigentlich wehren? Auch wenn die gezähmt sind schon? Also wenn man jetzt... Naja, ihr wisst schon, schlachtet. Yuma ist auch... Was? Yuma ist trächtig? Das ist natürlich geil. Sauber, ey. Hier wird ja ordentlich Liebe gemacht in meinem Lager, du. Mein lieber Scholli. Das ist nicht schlecht. Sehr gut. Ambrosia, immer noch keiner gegessen. Naja. Meine Kolonisten sind eben halt auch einfach coole Typen und die halten sich an meine Sachen. Hier Wildschweinjagd, ne, wird bald kommen. Auf jeden. Fleisch? Ja, wobei, wir haben echt noch viel Fleisch. Die Gazellen haben da nochmal ihr Übriges getan. Aber trotzdem. So, jetzt ist hier auch wieder normale Temperatur einigermaßen. Kühlung. Müssen wir auch mal gucken, ne? Dass wir hier vielleicht noch eine Kühlung einbauen. Falls es mal so eine Hitzewelle gibt, dass wir hier drin kühlen halt einfach auch. So, hier wird langsam und sicher Stahl abgebaut. Da sollte eigentlich Scuttle dann auch mal irgendwann helfen. So, Kräutermedizin haben wir jetzt auch nur noch 22. 94 richtige Medizin, das ist schon mal nicht schlecht. Und dann ist hier auch erstmal Ruhe mit Medizin, wenn das durch ist. Bringt das jetzt, warte mal gerade, bringt das geistige Arbeit? Ja, tatsächlich, ist bald auf Level 6, das ist nicht schlecht. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Forschung? Bin immer noch beim Röhrenfernseher dran. Doc,
scheint momentan nicht so viel zu forschen. Warum nicht? Weil sie transportiert wieder Harry. Mal sagen, du machst jetzt auch mal wieder zur Forschung. Ich will nämlich weiterkommen. Wir müssen dieses 4000 Ding da endlich mal erforschen. Den Analysator oder was das war. Jetzt fressen sie sich hier durchs Feu wieder durch. Kann das endlich mal wachsen hier? Es ist kurz vor Ende, dieses Feld. Da, Scuttle hilft jetzt auch bei der Bergbau. Gilde. Hier mal, hier ist auch noch was. So, wow, auf jeden Fall Stahl. Wo ist denn hier mein Stahl? Stahl. Wo ist Stahl? Ich nicht sehen. Wo ist Stahl? Hä, wo ist denn Stahl? Bin ich blind? Da ist doch Stahl. Ha, Röhrenfernseher ist fertig, alles klar. Dann kommt jetzt der Analysator. Bam. Ende aus. Mickey Mouse. Was kostet ein Röhrenfernseher? Kann man das sagen? Ist wahrscheinlich beim Möbel. Wo ist er? Blöd. Diverses. Feuerlöscher. Hä? Wo ist denn... Warte mal. Mach mal langsam hier. Wo ist denn jetzt der Röhrenfernseher hin? Der muss doch beim Möbel sein. Bin ich blind? Strom? Nein. Produktion? Nein. Was sollte er produzieren? Diverses? Nein. Entspannung. Da wird er sein. Da ist der Röhrenfernseher. Was? Vier Bauteile für einen Fernseher? Geht's noch? Alter, seit wann gibt's denn einen Pokertisch? Und einen Billardtisch? Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist geil. Schön Billardtisch. Das Problem. Hier, das muss halt echt mal nach oben verlagert werden. Soll ich einen Billardtisch bauen? Ich meine, wie viel Stoff haben wir? Wir haben Stoff genug gerade. Einfach auch mal, weil meine Leute das verdient haben. Kostet nur Stoff und Holz. Ich kriege jetzt einen schönen Billardtisch. Poker fände ich zwar geiler, aber ich glaube, der Billardtisch bringt mehr. Und nachher ist hier noch Streit wegen irgendwelchen Schulden in meiner Kolonie. Das muss ja auch nicht sein. Ne? Da muss man präventiv direkt auch mal verhindern, würde ich sagen. Von daher passt das schon. Ein schöner Billardtisch. Weiß nicht, wer der Beste bei mir in Billard ist. Ich glaube... Im Billard wird Dan sein, denke ich. Die anderen sind da nicht so prädestiniert für. Gebiet freigelegt. Wo denn jetzt? Hier unten wahrscheinlich, naja. Okay. Das ist cooles Gebiet. So, wie sieht's aus jetzt hier? 99% gewachsen. Endlich gibt's gleich Stroh. Dann haben die Tiere endlich wieder Ruhe. Und lassen meine scheiß Felder in Ruhe. Ach so, hier wird, warte mal, hier wird jetzt gerade trocken, oder? Ja. Nee, doch nicht. Hier, üppige Mahlzeit, okay. Naja, kommt gleich, da ist wieder Reis. Ja, und die Arschlöcher fressen sich hier wieder durch den blöden Heu. Durch das blöde Heu durch. Nervt mich jetzt schon wieder. Mein Gott, ist das dreckig hier. Da wurde auch direkt Billard gespielt hier. Ist das jetzt, ist der Raum hier jetzt noch schöner? Ja, momentan ist er nicht schön, weil hier alles dreckig ist. Ach komm, was soll's. Ich mache jetzt mal Dan. Dan wird jetzt mal wieder reinigen. So. Es muss gereinigt werden, Dan. Tut mir leid. Aber hier sieht's aus wie bei Nachbars Lumpi. Und das muss nicht sein. Ja, und die Medizin, die wird dann auch mal hier rüber getragen demnächst. Ich kann mal einfach sagen, hier, Leute. Zone. Zonen verkleinern. So, da kommen die auch mal rüber. Brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Noch mehr Platz. Und dann kann hier wunderbar Billard gespielt werden. So, da ist endlich Heu. Da ist endlich das lang ersehnte Heu.
zumindest ein Teil. Die so, dann hören die wenigstens mal auf, jetzt hier durch zu mampfen, die Arschkrampen. Gibt's ja gar nicht. Da muss natürlich noch erstmal transportiert werden, der ganze Schmodder. Naja, wird schon. Wird schon! So, Dan ist am Reinigen. Schön hier erstmal das Lager. Kühlkammer. Und dann wird erstmal pennen gegangen. Schon wieder Aurora. Kriegt sie jetzt mal jemand mit? Ne, die sind alle drin. Was ist denn hier auf einmal so dreckig drin? Was ist denn hier los? Müll, Dreck. Es geht. Befindet sich auf der Durchreise. Er heißt Blast Smelly George. Wie ist der denn jetzt? Da. Smelly hört sich aber nicht so sehr gut riechend an. Der kann ja gar nichts. Der kann ja überhaupt nichts. Und hat noch ein schwaches Immunsystem. Geh mal schön weiter, ey. So, liebe Freunde. Ich glaube, die Folge ist zu Ende. In der nächsten Folge werden wir weiter mit Reinigung machen. Wir werden das Heu hier reinbringen und unsere Tiere versorgen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit an, von der Partie. Jetzt sage ich erstmal tschüss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei RimWorld. Ja, läuft. Läuft noch, liebe Freunde. Läuft noch. Tschüss, macht es gut. Euer Brilli.